Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe mich riesig gefreut. Ich darf euch heute den neuen Lifen Swift vorstellen, und zwar den Mini. Das ist einmal dieser hier. Der hat eine richtig schön lange Schnur. Die ist 1,80 Meter lang. Die hat die gleiche Farbe wie der Föhn und auch der Aufsatz ist auch in rosa. Den Föhn gibt es in mehreren verschiedenen Farben. Es gibt ihn in grün, in weiß, in hellblau und in rosa. Und das war wirklich schwierig für mich, zwischen rosa und hellblau zu entscheiden. Ich habe mich dann für den rosanen entschieden. Das zeige ich euch auch nochmal. Das ist die Verpackung vom Lifen. Das ist der Mini. Richtig schön. Hier ist das so ein bisschen auch erhoben. Also man hat schon, und hier steht dann nochmal Lifen drauf. Das ist auch so ein bisschen glänzend in Silber. Man hat ein richtig tolles, hochwertiges Gefühl bei dem Föhn. Wenn ihr denn die Lasche abmacht, ich hatte das ja gezeigt, weil ich das ja mit aufgenommen habe, hier habt ihr dann, das ist nicht mehr in Plastik eingeschweißt oder so, ihr habt hier zweimal zum Abziehen Kleber und dann wisst ihr auch, wenn ihr den bekommt, dass der wirklich nagelneu ist, noch nie ausgepackt wurde. Ja, ist auch schon beim Auspacken ein Erlebnis. So schaut er aus, genau eigentlich wie der große. Hier unten habt ihr auch wieder, wo dann die Luft angezogen wird, den Filter, den ihr ganz leicht reinigen könnt, denn das ist auch wieder magnetisch. Auch der Aufsatz ist magnetisch, das heißt, ihr könnt ihn richtig schön schieben, wie ihr wollt. Was mir gleich aufgefallen ist, er fühlt sich anders an, er fühlt sich so samtig an. Und zwar ist das ein neuer Lack, der da drauf ist. Das ist ein UV-Taktil-Lack. Dadurch fühlt er sich so ein bisschen körniger an, so ein bisschen samtiger und ist noch griffiger in der Hand. Finde ich sehr angenehm. Matt ist er dann dadurch auch. Ansonsten hat er genau wie der große 150 Millionen negative Ionen, was gegen Friss schützt. Er hat eine smarte Temperaturkontrolle, das schützt vor Hitzeschäden. Und was ganz neu auch ist, er hat jetzt ein Child Mode, das heißt, er ist auch für Kinder geeignet, für Kinderhaare. Und zwar geht das dann von Stufe 2, 48 Grad, und Stufe 1 ist dann 38 Grad. Also dass die auf gar keinen Fall zu viel Hitze bekommen. Finde ich auch klasse. Angetrieben wird er auch mit einem bürstenlosen Motor. Der hat 110 Umdrehungen die Minute. 1100 Watt und 220 bis 240 Volt. Und jetzt das Besondere, er wiegt nur 299 Gramm. Also richtig schön leicht. Super toll mitzunehmen auf Reisen. Ich zeige euch mal den Unterschied von der Größe her zu dem ersten, also so rum, so, ne? Ist doch schon eine ganze Ecke kleiner. Und ihr seht das auch hier, der matte Lack, der so ein bisschen samtiger sich anfühlt. Hier habt ihr ja so einen Seidenglanz. Ich mag den natürlich auch total gerne. Ich habe meinen Lifen schon über ein Jahr und wir benutzen den hier alle im Haus. Der ist täglich in Gebrauch. Und wir lieben ihn einfach. Ich weiß nicht, ist mein absoluter Lieblingsföhn. Die Haare sind so schnell trocken, denn der hat richtig Power. Der pustet ordentlich. Ihr habt zwei Stufen, hier übrigens auch zwei Stufen, drei Hitzestufen. Von heiß 80 Grad, 50 Grad ist dann mittel und kalt ist Zimmertemperatur ungefähr so 20 Grad. Na, die Kaltstufe. Und ihr könnt halt, wenn ihr länger gedrückt haltet, diesen Wechselmodus nutzen. Dann variiert das immer von heiß, warm, kalt, geht das immer so ein bisschen hin und her. Ihr habt auch eine Bedienungsanleitung dabei, wo dann alles nochmal beschrieben ist zu dem Gerät. Ich habe auch schon mal ein ganz ausführliches Video hier zu dem großen Lifen Swift gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde das unten in der Infobox mal für euch verlinken. Ja, ich habe mir hiermit heute auch die Haare geföhnt und die sind ruckzuck trocken, denn auch dieser Föhn hat ordentlich Power und pustet kräftig. Habt ihr ja in zwei Stufen halt, einmal Highspeed und einmal ein bisschen weniger. Ich werde die jetzt mal anschließen und euch zeigen. Die Lautstärke, der hat 66 Dezibel. Ich finde, der ist auch nicht so laut. Gegen andere Föhne, herkömmliche Föhne. Ich bin es ja mittlerweile gewöhnt, denn ich habe den Lifen ja auch schon lange und habe mich jetzt auch schon dran gewöhnt. Das ist echt angenehm. Sonst war es wirklich so, mein Mann, der früher aufsteht als ich habe den Föhn früher immer gehört und bin davon wach geworden, kriege ich gar nicht mehr mit.
So, ich werde die mal beide anschließen und euch mal dann nochmal zeigen. So, erstmal hier. Das ist schon Stufe 2. Ein höher ist Stufe 1. Und noch ein höher habt ihr Stufe 2. Ihr seht schon, ne, was der für eine Power hat. Noch abmachen. Der hat schon ordentlich Power. Die Wärmestufen, Mittel, Warm und Kalt. Finde ich toll, dass man das hinten auch immer noch mal kontrollieren kann an diesem LED-Ring. Das habt ihr ja auch bei dem normalen Leifen. Den mache ich jetzt auch noch mal an, um die Power so ein bisschen mal zu zeigen. Ich finde, dass das ungefähr dasselbe ist. Machen wir ab. Machen wir beide an. Beide super stark. Jetzt sehe ich aus, als wenn ich mit dem Cabrio gefahren wäre. Ne? Ja, beide super stark. Tolle Leistung für so einen kleinen Föhn. Und genau wie der große zu bedienen. Ihr habt hier, ne, bei beiden dieses Sieb. Hier muss ich es mal wieder sauber machen. Und alles magnetisch. Ich habe für diesen Föhn übrigens auch noch, das ist ja auch magnetisch, da habe ich noch einen großen Diffuser für Locken und noch einen, das ist so ein Concentrator-Aufsatz. Hierfür habe ich jetzt 3 Aufsätze. Diesen habe ich jetzt mit nur einem Aufsatz. Aber für die Reise oder wie ich das auch machen werde, ist, ich nehme ihn mit in die Schwimmhalle. Der ist ja nochmal eine Ecke kleiner und leichter. Dieser wiegt, oh, ich weiß nicht, waren das 460 Gramm, glaube ich. Und der hat 299 und das schon, das merkst du nochmal in der Hand. Ja, schön klein und trotzdem habt ihr hier genug Platz zum Festhalten. Was ja auch schön ist, dass das Gewicht mehr hier drauf ist. Na, hier. Ihr habt nicht so einen langen Föhn, dass der so schwer wird mit der Zeit, sondern das ist richtig angenehm und macht Spaß damit zu föhnen, genau wie mit diesem, weil ihr das Gewicht eben in der Hand habt und nicht nach vorne oder so, und so ein langes, schweres Teil ist auch schwer zu handhaben beim Föhnen und das geht richtig toll einfach. Ja. Ich zeige euch nochmal diesen Modus mit dem Temperaturwechsel. Du machst ihn erstmal an und dann drückst du hier etwas länger drauf. Und dann wechselt er die Temperatur. Finde ich klasse. Macht er auch. Und hier habt ihr halt nochmal diesen Modus für Kinder, wo das dann gar nicht erst so heiß wird. Und dann ist es auf Stufe 1 38 Grad, auf Stufe 2 48 Grad. Und das ist wirklich, da kann gar nichts mehr passieren. Aber auch der ist super toll. Ich liebe Leifen einfach. Ne? Ist mein Lieblingsföhn. Und das geht ja nicht nur mir so. Meiner ganzen Familie, die lieben diesen Föhn. Mittlerweile hat meine Mutter auch schon einen. Und Freundin von meinem Sohn auch. Weil der einfach toll ist. Sie hat ja mal gesagt, zu Hause hat sie gar keine Lust mehr gehabt, Haare zu föhnen. Dauert so lange. Und mit diesem Leifen geht das richtig schnell. Ich zeige euch das einfach mal nochmal an so einem Blatt Papier, was der für eine Power hat. Ich mach mal, das mache ich jetzt mal ab. Und die große natürlich auch. Was auch toll ist, ich habe für den Kleinen diese tolle Transporttasche dabei. Die ist oben magnetisch, ne? Wie die zu. Habt hier schön Platz drin. Ihr könnt da den Föhn drin verstauen und mitnehmen auf Reise. Oder wie ich jetzt auch ihn für, wenn ich zum Schwimmen gehe, mitnehmen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als diese Föhns, finde ich, die es in den Schwimmhallen gibt. Die Haare werden ja ewig nicht trocken. Und damit geht das jetzt richtig schnell dann mit dem Föhn. Und wenn ich ihn jetzt noch in kleiner habe, ist es ja noch bequemer, ihn mitzunehmen. Und vor allen Dingen auch mit dieser Tasche. Das finde ich klasse, dass ich ihn extra nochmal in eine Tasche packen kann, dass er nirgends anstößt und nicht irgendwie Kratzer bekommt oder so, weil er sieht so schön aus und so soll er ja auch bleiben. Und diesen, den ich jetzt schon über ein Jahr habe, ich meine, da ist nichts mit, gar nichts.
Der sieht immer noch aus wie neu. Ja. Und ist schon ein schöner Größenunterschied, ne? Und auch vom Gewicht ein bisschen, obwohl ich den auch echt schon leicht finde, ist der noch mal eine Ecke leichter. Aber ich finde, er hat dieselbe Power. Finde ihn genauso toll. Ich würde ihn auch für zu Hause benutzen, hätte ich jetzt nicht diesen im Badezimmer. Dann würde ich den auch zu Hause täglich benutzen. Meine Haare waren ruckzuck trocken. Macht Spaß zu stylen. Du hast ja hier halt auch zwei Geschwindigkeitsstufen. Du kannst schnell wechseln von heiß auf kühler. Ich werde bei Live nochmal fragen, ob ich einen Rabattcode für euch bekomme. Denn ich habe den Föhn ja heute erst bekommen. Und ja, die werden mir nochmal bestimmt schreiben, ob ich einen Rabattcode für euch bekomme. Den werde ich dann hier nochmal einblenden und unten in die Infobox schreiben für euch, dass ihr den Föhn dann vielleicht günstiger bekommen könnt. Nochmal ein bisschen Prozente drauf bekommt. Wäre doch schön. Ja, ich werde unten in der Infobox auch nochmal den Link zu Leifen, zu diesem Föhn reinstellen. Und wenn ihr Lust habt, nochmal mein Video zu diesem Föhn zu sehen. Ich habe zwei gemacht. Einmal dieser Föhn und dann den, den meine Mutter jetzt hat. Der ist auch total schick. Der ist so ein bisschen flieder, lilafarben. Und meine Mutter ist ja auch total begeistert jetzt davon. Benutzt auch nur noch den. Sonst hatte das gedauert bei ihr mit dem Haareföhnen. Ich meine, das waren 40 Minuten, weil sie hat wirklich sehr, sehr lange Haare. Ihre Haare gehen den ganzen Rücken runter. Also bis zum unteren Rücken jetzt sehr langes und auch ein bisschen dickeres Haar als ich. Und das hat ewig gedauert, bis die trocken waren. Und mit dem Föhn ist das jetzt viel, viel schneller. Jetzt braucht sie nur noch 20 Minuten anstatt 40. Das ist die Hälfte, ne? Also der hat schon ordentlich Power. Allein dadurch, dass der Wind so stark pustet, hast du es ja schon viel schneller ein bisschen vorgetrocknet. Und beim Föhn immer dran denken, mit der Schuppenschicht, nicht dagegen, nicht von unten nach oben oder so, immer mit der Schuppenschicht föhnen, dann haben die auch einen tollen Glanz. Die Schuppenschicht schließt sich dann noch mal besser. Die Haare glänzen schön. Ihr habt hier ja auch 150 Millionen negative Ionen. Das schützt noch mal vor Friss, gibt den Haar schönen Glanz. Und ich liebe ihn. Und ich freue mich, dass ich jetzt den Kleinen auch habe. Der wird oft zum Einsatz kommen, denn ich gehe öfters schwimmen. Und es hat mich immer genervt mit den Föhnen in der Schwimmhalle. Die sind nicht so toll. Den kann ich nicht immer mitnehmen, weil wenn meine Familie manchmal länger schläft als ich und ich bin schwimmen, brauchen die ja zu Hause auch einen Föhn. Und wenn der mal nicht im Badezimmer ist, dann heißt das auch gleich, wo ist denn der Föhn? Weil ich hätte noch einen anderen Föhn, aber den benutzt keiner mehr. Na, der ist im Badezimmer, im Schrank unten drin, aber den will keiner mehr benutzen, seit wir den von Leifen haben. Ich bin total begeistert, ich liebe ihn. Und das Design, ist der nicht wunderschön? Ist der nicht schön? Ich finde ihn total schön. Und praktisch, ne? Keine Haare hier werden mehr eingesaugt, wie das in den alten Föhnen so ist. Da habt ihr ja hinten, da wird die Luft angezogen. Dann ist dahinter dieses Draht, das dann die Luft ja erhitzen soll. Und da hatte ich das schon oft damals, dass mir die Haare eingesogen wurden und auch verbrannt sind an diesem Draht. Ne? Kriegst dann auch schwer wieder raus und so weiter. Das hast du hier ja gar nicht. Du hast hier unten wird das angesaugt, aber da kann nichts passieren. Da kommt kein Haar rein. Und hier einfach so ein bisschen abbürsten oder mit dem Tuch einfach einmal rüberwischen. Und dann ist das sauber, ist gar keine Arbeit und ist magnetisch, ist schnell wieder drauf. Einfach toll. Ja, hier könnt ihr verdrehen und schieben und drehen, wie ihr wollt, mit oder ohne Aufsatz. Wenn ich vorföhne, mache ich das oft ohne Aufsatz und dann, wenn ich ein bisschen stylen möchte, dann kommt der Aufsatz. So seht ihr nochmal beide im Vergleich. Sind beide klasse. Kennt einer von euch vielleicht den Leifen Swift auch schon? Habt ihr den vielleicht auch schon zu Hause? Könnt ihr ja mal berichten, ob ihr auch so glücklich und so begeistert seid von diesem Föhn. Er kostet nur einen Bruchteil von dem, was der Dyson kostet. Und der ist dem Dyson schon sehr, sehr ähnlich in der Leistung und ja, sogar vom Design, finde ich. Erinnert er mich an den Dyson. Na, der Dyson hat hier noch ein Loch, dieser nicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.